Recht herzlich willkommen zur 172. Folge, ich glaube ja, 172. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen hier noch zum Missionszentrum hin. Ja, da ist noch das Letzte, was wir machen müssen. So, jetzt gehen wir mal hier rein und dann sollten wir mal schauen, dass wir unsere Testkapsel auswählen. Hier nochmal, wo ist er? Da ist die Testkapsel, die laden wir erstmal, dann ist die hier unten. So, da hat der Dralo geschrieben, dass ich doch mal gucken soll, dass ich die Action Groups aufrufe. Ja, das ist wieder so ein Ding, ne? Wo kriege ich die Action Groups hin, ne? Benutzer definiert, ja. Ich hab's schon ewig nicht mehr gemacht, hab's einmal gemacht und ja, aber so richtig auch nicht, ne? So. Entfalten, kannst es da? Ist die Frage, wie das noch ging, ne? Ah, da haben wir eine Auswahl. Was steht da? Schleimbehälter zurück, mysteriöser Schleim. Abdeckung ein aus. Ja, das haben wir jetzt gemacht, ne? Ach so, das können wir dann mal rübersetzen. Alles klar, dann ist das das Richtige. Mysterious Goop. Das ist Schleim, kaum zu glauben. Okay, super Übersetzung, finde ich total geil. Dann... Was heißt das hier? Das ist jetzt schade, dass man das nicht lesen kann, ne? Größer ziehen geht auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Gehe mal von aus, das zu berücksetzen. Also hier ist öffnen und da ist das öffnen. Das geht ja hier, ne? Okay. Und dann will ich mal das hoffen, dass das so richtig ist. Gut. Ach so, wir müssen ja auch noch hier irgendwie auf den Break, auf die Bremse soll ich das, auf die Taste für die Bremse soll ich das machen, ne? Gut, dann gehen wir mal da gucken, was wir da noch für Möglichkeiten haben. Ach so, reinzoomen ist mit der Plus-Taste, ne? Thermometer muss ja auch noch dabei. So. Anzeige ein aus. Duktdaten protokollieren. Aber Anzeige ein aus. Naja, okay, egal, jetzt mach mal. Temperatur protokollieren machen wir. Dann haben wir hier noch den Türen ein aus. Brauchtraum ansehen, also auch protokollieren im Endeffekt. Das ist genau das, was die Action Groups jetzt ausmachen. Und ich glaube, das haben wir dann, ne? Kann man hier auch noch was? Oh, hier kann man auch noch was. Crewbericht. Crewbericht. Weil es so schön ist, machen wir dann die Lampen ein aus, weil dann wissen wir, dass wir es gemacht haben, ne? Oder? Das funktioniert hat. So, das sind die Action Groups. Auf Benutzer definiert 1. Jetzt müsste ich nur wissen... Ach so, das meinte Dralo mit auf der Bremse legen, ne? Jetzt müsste ich wissen, wo die Benutzer definiert 1 ausgewählt wird, ne? Das ist das Problem jetzt. Okay. Wer zwei ist da drin, ne? Action Groups sind gesetzt. Ich hoffe, jetzt funktioniert das auch so, wie ich mir das vorstelle, ne? So, Benutzer definiert 01. Warte mal, jetzt speichern wir die Geste nochmal ab. Und ich glaube, jetzt muss ich da nochmal raus. Und muss gucken, was Benutzer definiert 1 ist. Jetzt ist nur die gute Frage, wo kann ich das feststellen, ne? Einstellungen. Ich glaube, ich muss aus diesem ganzen Spiel, wenn raus, ne? Um das zu sehen. Schwierigkeitsgrad Optionen. Schließen, fortfahren. Spiel wird geladen. Komm, gehen wir mal zum Hauptmenü, nehme ich euch mit gerade in die Einstellung. Ist ja kein Ding, ne? Zurück. Einstellungen, nicht Optionen, Einstellungen und Controller, Eingaben. So, jetzt müsste man nur wissen, wo befindet sich das
mit dem Benutzer definiert, ne? Raumfahrzeug wahrscheinlich. Benutzer definiert Alpha 1. Aktionen. Da müsste man jetzt wissen. Mit der Taste oder Joystick-Taste für Benutzer definierte Aktionen drücken. Aktuelle Zuweisung Alpha 1. Ich weiß nicht, wo Alpha 1 ist. Stufen anordnen, andocken, andocken. Annehmen. Jetzt müsste ich eine Taste drücken, damit ich diese benutzerdefinierte 1 habe. Jetzt weiß ich aber nicht, auf welcher Taste liegt was. Also machen wir hier nochmal abbrechen und suchen uns eine Taste aus, die wir sowieso nicht brauchen, ne? Babybremsen. Das war jetzt die Idee von Dralo, ne? Das Babybremsen zu nehmen. Okay, das wäre jetzt hier und ich drücke mal einfach B. Dann ist das auch B. Wenn ich jetzt aber Shift B drücke, weiß ich nicht, ob er das Shift angenommen hat, ne? Aktuelle Zuweisung B. Also Left Shift kann er machen. Okay, das wäre aber Schub, das wäre doof. Also er macht keine. Ja, macht keine Dingens. Right Shift. Right Shift? Wüsste ich jetzt nicht, dass wir dann rechte Shift-Taste haben, ne? Nochmal abbrechen. Ja, jetzt eine gute Frage, ob wir Left Shift, Left Control, das kennen wir ja schon alles. Fahrzeug. Sehe ich keinen Right Shift. Left Shift, Left Alt, Left Shift, Left Control, Space. Das sind die Pfeiltasten. Page Up Down. Platzierungsmodus, da gibt es auch Alpha. Left Shift, ich sehe kein Right Shift, das ist schon mal sehr gut, würde ich sagen. Aus diesem Grunde machen wir da definitiv Right Shift raus. Okay, annehmen. Ich hoffe, ich habe es nicht irgendwo verbaselt jetzt. Und das Ganze nehmen wir an, gehen wieder in die Option zurück, gehen wieder ins Spiel. Und Spielstand fortsetzen, den da oben und los geht's. Und dann sind wir wieder drinne. So, jetzt müssten wir dann nochmal ins Zentrum. Nochmal in die Action Groups. Achso, wir müssen erst das Ding laden. Das ist richtig. Autosave war vielleicht auch richtig. Da gehen wir rein. Das laden wir. Jetzt gehen wir in die Action Groups und hoffen, die sind dann noch auf dem Benutzer 01. Sind sie auch alle? Das ist gut. Das bedeutet, wir können mal dahin gehen. Unser kleiner Mannequin war ja wohl der Richtige, der da drin ist. Und sehen jetzt hier unser Gerät, das wieder einen Hüpfer gemacht hat. Und jetzt sollten wir einfach da hinten hinfliegen und das bei der Mission testen, ob das funktioniert, ne? SAS machen wir an und dann einfach runterzählen. 3, 2, 1, Start. Und dann geht es los und wir fliegen da mal hoch. So, da heben wir ab ganz langsam, drehen uns richtig und beschleunigen in die Richtung. Und bremsen wieder ab. Ich glaube, wir können noch ein bisschen nach da steuern. Das ändern wieder nach da. Steuern das nach da, machen den Schub ein bisschen weniger, damit wir da gleich runterkommen. Bremsen wieder ab. Das sieht gut aus. Gucken einmal, sind leider noch nicht passend. Müssen mehr Schub geben. Bremsen wieder ab. Und kommen da lang. Und schaffen es wahrscheinlich nicht. Nee, wir müssen nochmal nach da.
und hoffen, dass es so passt. Weil jetzt vielleicht das Triebwerk alle ist. Oh nein. Shit, diese driften mal weg. Zack, Schirm aus. Kapsel ausrichten. Guck mal, da kommen wir nicht mehr hin. Jetzt haben wir das verdummbaselt. Ja, doof gelaufen, ne? Würde ich mal jetzt so sagen, ne? Jetzt kommen wir bei der Landebahn runter. Kann das sein? Haben wir da schon? Haben wir da schon was gemacht? Gute Frage, ne? So, da die Schirme weg. Achso, wir können auch mal so gucken. Machen wir ein bisschen schneller runter gerade. Gucken, dass wir da schick landen. Sieht so ein bisschen aus, als ob der... Ja. So passt's, oder? Könnte sein. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hier sind. Wo dieser Bereich zugehört, ist die Frage. Wir sind auf jeden Fall gut gelandet. Das ist unser Biom. Okay. So, und jetzt ist Action Group gefragt, ne? Mal die rechte Shift-Taste drücken. Und alles funktioniert, ne? So, 5 Stück hat er gemacht. Bis auf die Temperatur, die haben wir hier wohl schon mal gemessen. Und auch die atmosphärischen, also den Druck. Also, wir haben hier was. Ja, so ein paar Sachen haben es hier noch nicht 100% gehabt. Wir haben noch ein paar Punkte hier weggeholt. Gut. Experiment behalten wir alle. So, das war schon mal cool. Wir haben den Crewbericht, wir haben die Instrumente gemacht. Sind die Türen denn offen? Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Daten überprüfen. Hat auch geklappt. Schleimwälder zurücksetzen. Voll cool. Dann haben wir hier das Licht an. Das hat er auch gemacht. Auch cool. Daten überprüfen. Das heißt, die sind genommen worden. Und die sind auch genommen worden. Gut, das war alles das, was wir gemacht haben. Jetzt müssen wir nur hier ihn noch rausschicken. Auf eine Eva-Geschichte. Und da ist er. Den hätten wir gleich mit ausfahren können als Action Group, ne? Genau. Naja, ist egal, ist nicht schlimm. Er kann erstmal hier noch einen Eva-Bericht machen. Bringt aber nichts, okay. Und die Oberflächenprobe, die bringt aber was. Gut, dann war es nicht verkehrt, hierher zu fliegen. Habe ich das jetzt genommen? Okay, abbrechen haben wir genommen. Gut, das kann aus. Wir gehen runter, weil ich möchte noch die Flagge gerade setzen. Obwohl, der Dralo hat ja geschrieben, bringt nichts, ne? Dann ist das halt so. Ist nur ein Gimmick, dann weiß man, wo man ist, ne? So, Flagge aufstellen. Gibt es hier noch einen Eva-Bericht? Haben wir schon. Flagge aufstellen, fertig. Zack, auf geht's. Knopf drücken und Flagge ist da. Gut. Ja, weiß ich auch nicht, wie das dann nennen soll. Keine Ahnung. Am Rande der Startbahn. Und, okay. Da ist jetzt so benannt. Schild lesen. Ah, da nichts reingeschrieben, hat ja wieder gut geklappt. Okay, auf zur Kapsel. Das Ding, dass wir da nicht hochkommen, ne? Warte mal, ich muss, glaube die F-Taste drücken, ne? Gegriffen hat er, super. Jetzt wandert er hoch. Aufsteigen. Warte mal. Nochmal hoch aufsteigen und dann W drücken, ne? Oder wie war das?
Ah, hat er schon gemacht, super. Okay, dann sind wir drinnen. Wir haben nicht ganz viele Punkte wahrscheinlich geholt, aber ein paar haben wir. Ich glaube, funktioniert soweit erstmal, ne? Gucken wir, was wir gekriegt haben. Ja, 4,6 Punkte haben wir verdient. Das war jetzt nicht so viel. Ein bisschen Geld wiedergeholt. Er hat immer noch kein Ansehen gekriegt, aber ist alles gut. Ja, gut, jetzt waren wir hier gelandet, ne? Am Rande der Startbahn. Okay, so steht das drauf. Okay, passt. Ja, das heißt, Missionszentrum nicht erreicht, schon zu weit abgedriftet. Naja, aber wir haben die Action Groups auf jeden Fall getestet. Die sind wir jetzt ein ganzes Stück mit besser geworden schon. Und ja, würde ich sagen, nächstes Mal können wir auf die Action Groups noch die Leiter drauflegen, dass die aufgeht. Und dann machen wir hier das Missionszentrum, dass wir dahin fliegen und da nochmal die Punkte einsammeln, ne? Okay, dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.